Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Luigi Super Saga plus Bowser's Schergen. In der letzten Folge haben wir den Feldstrahler bekämpft, beziehungsweise seine Prüfung abgelegt. Haben auch gemeistert. Und jetzt erkunden wir noch hier seinen Raum, würde ich sagen, weil da sind noch Blöcke, aber anscheinend bin ich zu doof, um in die Blöcke ranzukommen. Ah ne, so geht's. Alles klar. Und dann noch da links. Genau. Und dann können wir weitermachen, denn wir müssen immer noch den Berg erklimmen. Heißt, es ist noch ein bisschen was vor uns an Weg. Da Wasser freilegen, okay. Und gegen den Beanie antreten. Oh, wen hast du denn da dabei? Rex. Ha. Okay. Cool. Nice story, Bro. Luigi, räume erstmal den Beanie aus dem Weg. Ich habe keinen Bock auf den. Zu früh gesprungen. Aber diese Angewohnheit habe ich ja nicht zum ersten Mal, ne? Leider Gottes. Aber naja. Das wird sich ja hoffentlich im Laufe des LPs noch regeln. So. Wenn man auf diese Rex springt, dann wird ihr Kopf immer mehr eingedrückt, bis sie halt auf dem maximalen Unterdrückungslevel, sag ich mal, sind. Unterdrückungslevel, was? Ich rede schon wieder scheiße. Jedenfalls muss sie halt so sehr eindrücken, dass man halt auf sie springen kann beim Konter. Ansonsten ist es quasi unmöglich. Ich denke immer, die laufen schneller, aber die sind halt echt lahmarschig. Was ich gerade sagen? Ach so, genau. Wenn sie zu groß sind, dann können wir nicht auf sie drauf springen, können sie nicht kontern und wir kriegen Damage. Aber wir kriegen anscheinend auch so Damage. Weil ich schlecht bin. Angriffssteigerung. Plus 4. Da gibt es keine Widerrede. So. Och, come on. Darüber. Darüber. Und anscheinend müssen wir... Okay, wie komme ich da hin? Warte mal. Ich glaube, ich warte erstmal, bis ich den Wirbelsturm habe. Weil ansonsten kann ich mir das, glaube ich, nicht holen. Ich habe heute vor, in dieser Folge den Lachberg abzuschließen. Deswegen, ja, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe mal. Ja, ja, okay. So. Deswegen könnt ihr heute mal wieder einen Boss erwarten. Dass hier immer wieder auf jetzt Folge für Folge, Schlag auf Schlag immer wieder Bosskämpfe kommen. Ich glaube, das nicht nur so, ich weiß auch, das wird nicht lange erhalten bleiben. Ich glaube schon, der nächste Boss wird jetzt der letzte von diesem Boss-Massaker sein am Anfang. Danach werden wir eine Weile lang, was Bosskämpfe angeht, nicht auf unsere Kosten kommen. Ich weiß, ich weiß. Alle Bosskampf-Fanatiker heulen jetzt. So, was ist hier eigentlich? Ein Sirup. Och, komm, Mann. Dieser Raum ist echt nervig. Weil wenn du hier einmal runterfällst, musst du alles wieder neu machen und, ist doof. Ich mag den Raum nicht. Ich mag ihn nicht. Naja. Wir sind ja jetzt raus aus dem Raum. Und können uns um weitere Gegner kümmern. Darunter wieder mal zwei Rexe. Ich
glaube, der Knochentrocken sollte schon durch einen Konter sterben. Jo! Bei Marios Angriffskraft ist jetzt inzwischen echt der Burner. Nice. So. Und apropos der Burner, Luigi erreicht ein Level Up. Level 7, um genau zu sein. Und bei ihm leveln wir mal die Verteidigung. Auf 35. Na, eindeutig. Es ist nämlich eindeutig klar, dass Luigi, wie gesagt, der Tank. Wie ich schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, der Tank ist und Mario derjenige, der austeilt. Und deswegen ist es cool, jetzt am Anfang langsam mal immer mehr diesen Gap zu sehen. Hater würden sagen, dass wenn ich jeden Angriff ausweiche, dass ich keine Verteidigung brauche. Aber dafür muss man gottlang sein und ich bin ein Noob. Sagt er, nachdem er das Spiel schon 4 bis 5 Mal durchspielte, laut eigenen Angaben in der letzten Folge. Ach ja. Meine eigenen Aussagen. So. Wir sollten langsam an der Spitze ankommen. Ah, scheiße, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mit dem Wirbel bestimmt zusammen nach unten gleiten. Och man, Mario. Ich habe, by the way, wieder mal eine Frage in die Kommentare. Und zwar über das Backtracking. Soll ich das offscreen machen oder sollen wir, wenn es soweit ist und wir in einem Gebiet alles machen können, das Livestream? Eure Meinung gerne darüber in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Und wir sind am Ende angekommen, wie man unten auf der Karte sieht. Und hier können wir schon Schloss Bunia erblicken und generell die ganze Welt. Nice. Na dann, eine Heilung. Kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. 8 Minuten. Uiuiui. Gar nicht mal so lange. Gut, dann speichern wir ab. Und fahren fort. Hallo! Oh! Der Flugosaurus! Und ein Grahanid wahrscheinlich. Kaka! Bei diesen Steinen handelt es sich um kostbares Grahanid. Und wenn das Grahanid steht, ist ein Dieb! Was? Mein Name? Ich bin der Flugosaurus. Ah, da bist du. Was? Im Dorf macht man sich Sorgen um mich? Oh, es tut mir leid. Ich hatte Pizzwami gesehen und war ihm gefolgt. Und dann lag hier dieses wunderliche Riesenei, Muttersehen allein im Nest. Da habe ich beschlossen, mich seine anzunehmen und es auszubrüten. Schon bald wird daraus irgendwas ausschlüpfen. Ah, es ist soweit, es schlüpft aus. Ha. Huh. Oh. Ziemlich hässlich. Not gonna lie. Aber das ist wirklich hässlich, das Ding. Und das Grahanid fällt ins Dorf. Das war wohl ein Kuckucksei. Deine Wortspiele sind wohl nicht willkommen. Ganz und gar nicht. Doch, ein Schluck Tee. Greif mich euch an. Ich hab Tee. Oh Gott, diese Mini-Flügel. Okay. Let's go. Let's go. Okidoki. Mario und ich sagen es. Was bist du eigentlich? Maxi-Rex. Nett, deine Bekanntschaft zu machen. Platschbrüder. Bam, bam und bam. Oh, Mario hat eine Idee. Platschbrüder plus erlernt. Ja, wenn man eine Attacke nämlich... Ach du Scheiße.
Wenn man eine Attacke nämlich oft genug richtig ausführt, kann man eine erweiterte Variante davon ausführen. Wie ich schon erwähnte, sind das in diesem Spiel eigenständige Attacken. Und zwar hier, Platzspieler Plus. Können wir gleich mal ausführen. Und zwar kann Mario damit stachelige Gegner angreifen. Er folgt demselben Schema wie die normalen Rex. Wenn man genug auf ihn springt, dann wird er kleiner und das Kontern wird leichter. Und jetzt hat auch Luigi eine Idee. Hops, Brüder Plus. There it is. Aber ich mache mit Mario das normale Platzbrüder. Weil das reicht auch für diesen Spaten hier. Der sollte auch im Rage-Mod kommen. Genau das ist richtig. Was? Was machst du jetzt so? Oh! Scheiße! Eieiei! Hä? Ah, ich kann das Granit angreifen. Dann mache ich das mal. Hopsbrüder Plus hat nämlich auch eine spezielle Eigenschaft. Und zwar kann man damit zwei Gegner angreifen. Das sieht dann so aus. Bam! Bam, bam, bam. Oh. Er ist wieder am Start. Mit voller Größe. Aber wir kontern das wie eine Eins und vernichten jetzt diesen kleinen Baby-Dinosaurier, Drache, Rex, was auch immer. Hä? Der lebt noch? Reicht doch mal langsam. Jetzt genug mit Kindergarten. Goodbye. Was? Der lebt immer noch? Och man, Maxi-Rex, denkst du nicht, es ist langsamer Schicht im Schacht? Na komm. Fahr zur Hölle. Hm? Immer noch nicht? Jetzt geh! Ist Ende hier. Gut. Er hat auch ja nicht mal kapiert. Oh yeah. K.O. Grahaha erhalten. Und 50 Erfahrungspunkte. Hä? What the hell is going on? Was? Bei meinem Bate. Der strahlende Prinz. Prinz Marmek. Was ist nur geschehen? Sowas nennt man wohl ein kleines Missgeschick. Ich war in geheimer Mission im Reich unterwegs und in diesen Bergen traf ich Lugmilla und ihren Knecht, den kranken Krankfried. Als sie bemerkte, da war es schon zu spät. Lugmilla hat mich verwandelt und in einen Stein eingeschlossen. Was? Die Stimme der Prinzessin? Gestohlen? Macht euch wegen Prinzessin Peach nicht zu viele Gedanken. Zunächst müsst ihr Lugmilla verfolgen. Trefft euch im Tal mit Königin Mamella. Ich denke, Schloss Bonilla ist Lugmillas erstes Ziel. Hier ein Geschenk mit Autogramm von Prinz Marmek. Oh yeah. Oh, Grüning, die Rose steht dir aber gut. Zeigt diese Rose den wahren Schloss Bonilla. Ich aber setze meine Mission fort. Gehabt euch wohl. Ich mag den Typen nicht. So. Und hier sind wir. Also dann, was habt ihr schon Schönes vor? Nicht vergessen, wenn ihr mal nicht weiter wisst, einfach in die Karte sehen. Die gelben Pfeile zeigt auf den Ort, den ihr als nächstes besuchen solltet. Okay, cool. Aber what the hell is going on? Mamella, genau. Mamella? Ich glaube, Mamella, Quatsch. Lugmilla hätte sich echt andere Dinge ausdenken sollen, als den Prinzen zu verwandeln. Naja, holen wir uns unsere Hämmer. Hey, ihr beiden, kommt gerade richtig. Eben ist Grahaha nicht Block durch Kamin gefallen.
Wir werden euch daraus sofort ein paar Hämmer zurechtklopfen. Oh yeah. Yeah. Wie auch immer sie den Griff so hinbekommen haben, aber scheiß drauf! Was für eine Schinderei. Aber dafür haben wir euch gleich zwei Hämmer gemacht. In einer Gegend wie dieser sind Hämmer unverzichtbar. Und diese Hämmer sind für euch. Ihr habt Hämmer erhalten. Benutzt sie für Solo-Aktionen. Wir zeigen euch, wie man die Hämmer benutzt. Zunächst wird durch Berühren des Symbols auf Touchscreen oder mit Hilfe von L und L Hammer ausgewählt und dann durch Drücken von A zustarken. Das ist alles. Mit Hammer kann es der vordere Bruder ordentlich krachen lassen. Eine Aktion, die einer von euch alleine ausführt, nennt man Solo-Aktionen. Was ist Basiswissen, also merkt es euch gut. Probiert eure Hämmer dann mal aus, selbst harte Felsen zerbröseln doch beim ersten Schlag. Im Nebenzimmer ist ein kleiner Felsen, darauf könnt ihr die Hämmer ausprobieren. Oh yeah. Jo, danke. Aber ich würde mal ganz kurz wieder die Karte aufmachen, weil wir können einfach durch L und R drücken das machen und nicht durch den Touchscreen. So. Aber für uns geht's jetzt weiter. Nach Süden. Wir müssen endlich von diesem Gebirge runter. Hier sind wir nur eingesperrt. Deswegen... erstmal das Hindernis von Krankfried aus dem Weg räumen. Und da ist ein Block. Wofür wir den Hohnsprung benötigen. Dann natürlich unnatürlich wieder Felsen. Wer hätte es gedacht? Spoiler, so viele Felsen werden in ferner Zukunft nicht mehr vorhanden sein. Das ist einfach nur dem Motto, guck mal, das ist ein Hammer. Benutz ihn. Los, benutz ihn, benutz ihn. Los, benutz den Hammer. Aber man kann jetzt mit dem Hammer auch mehrfach Wasser verschießen. Was war hier nicht nötig war, aber es geht jetzt. Gut zu wissen. Dann diesen Block da. So, ich kann aber euch schon mal eins verraten. Ab jetzt zieht das Spiel mit seiner Qualität äußerst stark an. Der Lachberg ist okay, ist tolles Gebiet, so erstes Gebiet, ja, ist recht funny, kann man machen. Aber er ist nicht die Welt. Aber jetzt wird es grandios. Holla, es ist eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal Besuch hatte. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig bitte in Lore einen Ausflug machen. Aber keiner weiß genau, wohin sich diese alten Gleise eigentlich hinschlängeln. Wenn ihr springt, findet ihr vielleicht sogar noch ein paar alte Edelsteine. Beleuchtet den Weg mit der Lampe, um Gefahren zu erkennen und auszuweichen. Aber jetzt habe ich euch mit meinen langweiligen alten Geschichten angeödet. Und jetzt wollt ihr mit der Lore fahren? Ich finde diesen Bohnenhund so süß. Ja, ich will fahren. Chuchup. Erzähl jetzt hier noch mehr. Genau, wir können jetzt hier mit der Taschenlampe Luigis Background quasi beleuchten. Und Luigi hat eigentlich keinen Job, außer zu springen. That's it eigentlich. Und zwar ist es einer der Minigames im Spiel. Später kann man durch die auch Gröhlbohnen erhalten. Das ist eine bestimmte Beerensorte. Bohnensorte. Und mit dem man besondere Sachen anstellen kann, sag ich mal. Es gibt verschiedene Bohnensorten. Gegen die Beanies haben wir zum Beispiel schon Ahadia erhalten. Und die können wir umwandeln später. Oh, wieder hier? Nun, ich komme wohl nicht mehr runter vom Abstellgleis des Lebens. Da euer Abenteuer gerade erst begonnen hat, fahrt wohl und viel Erfolg auf all euren Wegen. Danke dir, Bro. Das ist eine Röhre.
Röhre 3, Lorenstieg. Fun Fact, ich habe immer diese Röhre einfach ausgelassen, weil ich sie nicht registriert habe, weil sie so seitlich ist und nicht von oben. Also, dass sie wie so ein Eingang einfach dorthin geklatscht ist, sondern einfach so seitlich steht. Wartet! Hä? Ach hier, hi, was geht? Wir müssen euch noch was sagen. Ihr hattet euch noch gar nicht gezeigt, wie ihr die Helme im Kampf benutzt. Wollt ihr es wissen? Nö. Ihr möchtet uns mit uns... Manchmal frage ich mich schon, wozu wir eigentlich hier sind. Solange ihr mit euren Helmern klarkommt, sind wir so nutzlos. Ach, die Welt ist wahrlich trostlos, ungeheuer trostlos. Alles klar, schon kapiert. Unsere Unschlagbar nützlich in Hammerweisheit und sind hier nicht erwünscht. Wir sind schon weg. Steckt man mitten im Kampf und weiß nicht, was man mit diesen Hämmern anstellen soll, dann helfen die Tipps auf dem Touchscreen weiter. Um erneut mit der Lore zu fahren, muss man zurück ins Dorf. Loren fahren ist klasse, da gibt's Kienster und Bahnen. Du meinst wohl, das ist finster und spannend. Und tschüss! Die haben die beiden einfach abserviert. Die tun mir ein bisschen leid. Im Original haben sie ein das Tutorial quasi aufgezwungen von Hammer im Kampf, also Hammer einsetzen im Kampf. Aber ich erkläre euch das lieber selber. Ich will mich nicht ausbremsen lassen vom Spiel. So. Dieser Gang führt dorthin zurück, wo wir gerade waren. Oder auch nicht. Doch, genau, dorthin führt es zurück. Wir müssen nicht immer mit der Lore fahren. Wir können auch den Rückweg so antreten. Da ist ein Wonderpilz. Das hier können wir, mit dem hier können wir nicht später, noch nicht interagieren. Das kommt erst später. Aber wo muss ich jetzt lang? Ach, da nach unten muss ich. Ah. Und da sind wir. Wir können auch hier Erstangriff machen. Mit einem Hammer. Wie ihr sehen könnt. Und Hammer senkt die Geschwindigkeit der Erstangriff. Aber ich kann euch schon sagen, diese Gegner sind absolute Flaschen. Sie geben fast gar keine Erfahrungspunkte. Und können gar nichts. Ups. Genau. Der Hammerangriff... Da vier Erfahrungspunkte. Echt traurig. Der Hammer-Erstangriff funktioniert folgendermaßen. Wenn wir den, wir müssen warten, wenn, und im richtigen Moment, wenn der entsprechende Sound kommt, dann müssen wir den jeweiligen Knopf drücken. Also wir müssen warten, bis der Hammer halt sehr weit hinten ist und dann einfach draufhauen. Bam! Abwehren kann man, indem man den Knopf gedrückt hält und dann loslässt. Dann schlägt er einfach zu. Beziehungsweise er hebt den Hammer an, wenn man gedrückt hält. So. So. Aber. Ja gut, okay, dann muss ich noch einen üben. Aber wie gesagt, das Tutorial brauche ich nicht. Und ich glaube, euch juckt diese Tutorials auch absolut null. Und wenn ich euch das sage und dazu noch behaupte, dass ihr absolut, was? Da ist er! Da ist Krankfried! Drück sofort König Bowser raus! Hä? Es begab sich zu einer Zeit, als Mario und Luigi zu einem großen Abenteuer aufbrachen und plötzlich noch ein anderer Schauplatz rief. So beginnt sie, die Geschichte der Schergen. Oh, wir haben die Schergensaga freigeschaltet. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die Schergensaga, die erste Welt, weil das die Schergensaga ist immer in so Welten aufgeteilt. Das weiß ich noch. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben. Dann in der nächsten Folge machen wir, wie gesagt, mit der Schergensaga weiter, damit die Geschichte immer richtig erzählt wird. Also dass immer das Timing richtig ist, weil die Schergensaga erklärt manche Plots aus der Main Story. Und ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann nach oben lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!